So, 10:30. Gerade losgefahren in Limmerin und nochmal getankt. Eine Runde. So, da hinten ist, sieht man noch den Rest von Limmerin. Hier ist so diese Bucht. Das war ganz lustig. Ich habe gerade an der Tanke noch Leute getroffen, die mich aus dem Internet kannten. Und irgendwie haben die mich wohl auch in Mindelo gesehen, auf Kap Verden. Aber ich nicht mit der. Wie ist denn der Boot jetzt nochmal? Carina. Das sind ähnlich nette Leute. So, da vorne kommt der Fort de France, Hauptstadt von Martinique. Super, war nicht als Tourist zu erkennen mit dem Mütze. Also, jetzt sind wir raus aus dieser Einbuchtung da von Le Marine. Hier hinter mir ist jetzt gerade dieser riesen Pinöckel. Vor allem, was sehr angenehm ist, dass die Sonne heute nicht so voll hat. Junge, eine Schauerzelle nach der nächsten. Vor allen Dingen ändert sich dann auch mal die Windrichtung kurzzeitig. Ja. Das ist mit dem Windpilot echt scheiße. Der fährt dann immer kreuz und quer. Boah, es hat ungemütlich draußen, ey. Irgendwie die ganze Zeit am Regnen heute. Okay, werfen wir mal einen Blick auf die Karte. Also, an Martinique sind wir vorbei. Hier sehen wir noch ein kleines Kreuzfahrtschiff, Passagierschiff, was hier gerade an uns vorbei ist. Ja, denke ich, was haben wir jetzt? So 52 Meilen. Also die Hälfte haben wir bald. Also hier zwischen den Inseln muss man echt aufpassen. Und hier kommt schon wieder einer. Hier die blauen Zacken, da darf man sich nicht irritieren lassen, das ist ein GPS-Fehler. Aber hier, der kommt mehr oder weniger direkt auf mich zu. Halbe Meile Abstand wird der passieren, laut Plot. Und also draußen shifts. Und es haut jetzt gerade sicher gute 25 Knoten raus hier. Dafür kommen wir jetzt echt gut voran. Aber es ist echt stockduster draußen, man sieht gar nichts. Ich versuche gleich mal ein bisschen zu filmen draußen. Vielleicht kann man mal die Positionssicher gleich hier von dem anderen sehen. Ja, und ansonsten esse ich gerade hier mal meinen lecker Vanillepudding mit Kirschen. Das ist gar nicht so schlecht, das Zeug. Das ist irgend so ein Pulverkram, schüttest du heißes Wasser rein, kommt da Vanillepudding mit heißen Kirschen raus. Genau das Richtige jetzt. Und ich bin jetzt mal ein bisschen abgefallen, ich kann den Gegner immer noch nicht sehen, den ich auf AIS hatte. Bisschen irgendwie Steuerbord voraus, gleich kommt. Und der hat keine Anstalten gemacht, irgendwie Platz zu machen. Hat auch auf den Funk nicht reagiert und da ist er. Ich sehe zumindest mal ein Licht. Warte mal, mal aus hier.
Guadeloupe. Das ist eine vorgelagerte Insel und dann hier kommt die Haupt, das Hauptarchipel. So, ich bin jetzt in der Anfahrt von Guadeloupe. Ich habe jetzt auch die Maschine mal angemacht. Ich denke mal so in 2 Stunden, wenn wir die Leinen fest haben. 1,5 vielleicht. Ja, dann habe ich ziemlich genau 24 Stunden gebraucht. Für gute 130 Seemeilen. Sehr gut. Dafür, dass da zwischendrin immer wieder mal Windlöcher waren und tote Phasen. Echt gut.